Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich darf ich Sie begrüßen zu unserer letzten Vorlesung im Wintersemester zum Thema, das Sie kennen, Christentum und Strafrecht, oder der Haupttitel Richtet nicht, worin das ganze Anliegen unserer Bemühungen seit zwei Semestern und auch in den kommenden Semester angekündigt ist. Es ist schön heute, dass wir gezwungenermaßen durch die Situation in Homeoffice den Vortrag halten müssen, denn Ihnen kommt zugute bei der Schneelage draußen, dass Sie in Ruhe bei sich zu Hause sitzen können und können alles mitverfolgen, was vielleicht sonst unerreichbar wäre. Manche, die sogar von weit her kämen, wären unmöglich durch den Schnee nach Paderborn gekommen oder aus den umliegenden Ortschaften nach Paderborn. So ist alles gemütlich, es entgeht Ihnen gar nichts. Sie können sich in Ruhe konzentrieren. Das Einzige im Unterschied zur Präsenz- oder Live-Unterricht ist, dass es nicht gar so lebendig sein kann, wie es sonst wäre. Ich kann Sie ja nicht sehen. Und Sie müssen damit zufrieden sein, dass das einseitig ist. Aber das wäre es bei einer normalen Vorlesung ja auch. In Erinnerung werden Sie haben von der letzten Stunde, vor 14 Tagen, dass wir in die Thematik des Hexenwahns, wie wir es heute nennen, eingestiegen sind. Wir haben miterlebt, wie der kirchliche Dogmatismus im Kampf gegen die Albigenser in Südfrankreich, gegen andere Abweichler, das Gewissen der Menschen im Griff der Inquisition und der permanente Angst und der Folterverhöre und der Verbrennungshinrichtung gequält hat. Es waren Gedankenverbrecher, deren Abweichung vom kirchlichen Dogma sie unerträglich machte unter den scheinbar Gläubigen. Ein Krieg nicht nur gegen Ungläubige, bei denen wäre es verzeihlich, dass sie noch keine Christen sind und sich noch nicht haben bekehren lassen, aber bei denen, die schon Christen waren und nun abfallen von der Wahrheit des Christentums, gibt es nur die äußerste Reaktion. Im Hintergrund steht, was das Dauerproblem der ganzen Vorlesung sein wird. Ein Gottesbild, das nach Strafjustiz sich organisiert, eine absolute Gerechtigkeit bis hin zur Hinrichtung, bis hin zur Höllenstrafe der Verurteilung, die Menschen in Angst jagt. Ich darf hinzufügen, dass wenn heute immer weniger Menschen das Christentum noch glauben mögen, dies mit der Kernpunkt ist. Dieser Gott hat die Menschen weggetrieben, hat sie verängstigt und wir werden noch sehen, dass in der Rechtsgeschichte der Widerstand gegen diese Art von kirchlicher Justizauffassung langsame Fortschritte der Humanisierung mit sich bringt, aber auch der Säkularisierung, auch der zunehmenden Bewegung über die Aufklärung in das nicht mehr Glauben an das Bild des Christentums. Es ist im 14. Jahrhundert durch die wirkliche Pandemie der Pest eine neue Angst in die Seelen der Menschen gedrungen. Die Mongolen im Osten, die Pest wütet im Inneren. Nur Angst. Und wieder ist es das christliche Gottesbild, das nicht imstande ist, die Situation zu erklären. Was soll man denn tun? Die ganze Schöpfung ist von Gott. Aber nun ereignet sich mitten in der Schöpfung all das. Nach kirchlicher Lehre kann das eigentlich nicht von Gott sein. Das muss von einer Gegenkraft kommen, die man klassischerweise als den Teufel bezeichnet. Man kann nicht sagen, es ist, was in der Natur vorkommt, Teil der Natur. Man muss so tun, wie wenn die ganze Schöpfung Manifestation von Weisheit und Güte Gottes wäre. Was sich jetzt ereignet aber, ist zynisch, grausam, mitleidlos, verheerend. Man betet zu Gott, aber findet keine Erhörung. Diese Erschütterung des Gottesbildes, der Frömmigkeit bis in den Kern, zwingt die Leute dahin, zu regredieren in ein Weltbild der Magie, des Flüchtens auch in Rituale, die längst vergessen schienen, die aus dem Heidentum kommen, aus der vorchristlichen Zeit. Da steht das kirchliche Verbot gegen. Man darf an die germanischen Götter nicht glauben. Man errichtet wie alle Arten bei der Missionierung auf den alten Kultstätten der formalien Heiden eigene kirchliche Zentren. Sie kommen nach Mexico City, ins alte Tenochtitlan und finden die große Kathedrale, die dort errichtet ist, unmittelbar am Templo Mayor, auf dem großen Tempel, den die Azteken errichtet hatten,
ist einfach überbaut von der Kathedrale. So geht das aller Orden. Man errichtet das Christentum, indem man die alte Gläubigkeit unter den Steinmauern der eigenen Überzeugung und Dogmatik verriegelt. Aber die Seele der Menschen ist beweglich. In Angst fühlt sie sich zurückgedrängt zu diesen alten Anschauungen. Die werden verboten. Also wer an Hexen glauben würde, leugnet das kirchliche Dogma, so beginnt es. Man kann die Angst wieder mal mit Gewaltmitteln niederhalten. Aber je mehr man das tut, wir haben in der letzten Stunde den Hexenhammer ein Stück besprochen, zeigt sich, dass diejenigen, die den Hexenglauben verbieten, immer mehr anfangen, selber an Hexen zu glauben. Auch das ist ein Phänomen, das immer wieder auftauchen wird. Man bekämpft etwas mit absoluten Mitteln, nimmt aber in der Instrumentalisierung den Gegner in die eigene Praktik auf. Am Ende glaubt die orthodoxe Kirche selber an die Hexen. Und jetzt steht es unter Verbot, nicht an Hexen zu glauben, den Teufel zu leugnen, seine Macht abzustreiten. Alles dreht sich um 180 Grad. Das Ehe dem Verbotene wird jetzt das Gebotene. Und dessen Übertretung steht wieder unter Verbot. Eine merkwürdige Dialektik, die in allen Fällen der Angst um sich greift. Das ist der Zustand. Und er ist einhellig. Es geht jetzt nicht um Katholiken oder Protestanten. Es ist das gemeinsame Gottesbild in beiden Konfessionen, das sich in diese Richtung ausbildet. Und es ist gleichzeitig das Missverständnis der Natur, wie sie selber ist. Wir haben bis ins 19. Jahrhundert lernen müssen, dass das, was wir das Böse nennen, was in unseren Tagen als Coronavirus fast in die, nicht nur Pandemie, sondern in die Pandämonisierung führt, etwas ganz, ganz Furchtbares, Teil der Natur ist. Und wir sehen, wie schwer es uns fällt, damit zu leben. Wir müssen eigene apotropäische Riten einführen. Sie haben das Maskentragen, Abstand halten, Hygienevorschriften. Die geben sich alle rational, das mögen sie auch sein. Aber dahinter steht eine Angstbannung durch Ritual. Nicht viel anders, als wir es im 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert auch haben. Man muss irgendetwas tun können. Man hält die Angst nicht aus. Man flüchtet in Aktionismus. Man muss politische Maßnahmen treffen. In Staat wie Kirche. Die Administration ist zur Rettung aufgefordert. Und das muss sie tun. Sie muss sich darstellen als die Ordnungsinstanz, die mit jeder Gefahr fertig werden wird. Wenn sie das nicht hätte, kann man sie kritisieren, verliert sie ihre Macht. Sie kann sich nur an der Macht erhalten, wenn sie durchgreift. Und diese Prozeduren haben wir im Hexenwahn. Das Schlimme ist, man fängt an, jetzt wirklich daran zu glauben. Nicht mehr nur, weil es die Kirche befiehlt, sondern weil die Kirche der Angst, die überall haust, Recht gibt im Kreise ihrer Dogmatik. Wir haben jetzt zweierlei. Wir müssen an einen strafenden Gott glauben, der so arg ist, dass er Menschen in die Hölle stoßen könnte, dass er zwingt, Menschen auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Und wir haben jetzt einen Teufel, der ihm gewissermaßen zur Seite steht. Wer soll diese Welt noch begreifen? Wir wurden in der letzten Stunde Zeugen dessen, womit wir jetzt anknüpfen und beginnen. Es geht uns nicht um historische Erinnerungen oder um den betulichen Abstand, dass wir ja heute vernünftig geworden sind, dass wir so etwas gar nicht kennen würden. Nein, uns würde ein Hexenwahn ganz sicher nicht mehr heimsuchen können. Wir sind eine geordnete, demokratisierte Welt gewohnt in rationaler Verantwortung der Macht. Wir beherrschen die Mittel der Technik. Gott sei Dank liegt ein halbes Jahrtausend hinter dieser Wüstenzeit von damals. Diese beruhigenden Gedanken sind falsch. Alles, was wir besprechen, hat eine hohe Aktualität. Und was wir sehen können, ist die immer wirksame Mechanik von Angst und Macht. Die erleben wir in all dem, wovon da die Rede ist. Und sie ist immer die gleiche. Um ihre Herrschaft zu festigen, dehnt die Obrigkeit die manifesten oder latenten Ängste der Bevölkerung in Krisenzeiten ins Fantastische aus. Sie halluziniert Gefahren globalen Ausmaßes. Heute haben wir atomare Bedrohungen. Wir sind gerade dabei, wieder aufzurüsten. 53 Milliarden Euro hat gerade unsere Bundesregierung zur Aufrüstung beschworen. Wir müssen kämpfen.
mitten in der Zeit, wo wir riesige Nöte haben, wo wir Menschen, die verelen, unter die Arme greifen müssten, wo in der dritten Welt ungeheuer viel zu machen ist, haben wir den Gegner Russland und China. Wenn das kein Wahnsinn ist, tue ich mich schwer zu definieren, was Wahnsinn sein sollte. Aber wir haben die Pflicht, dafür Steuern zu zahlen. 53, und das ist nicht genug, 53 Milliarden, es muss streben gegen 60 Milliarden, 68 Milliarden, dann sind wir beim NATO-Ziel endlich angelangt. Wir müssen auch atomar die Waffen modernisieren, wir brauchen Trägersysteme dafür. Wir haben inzwischen Cyberkriege, wir haben inzwischen Weltraumkriege. Wir können jederzeit die digitale Kommunikation in China womöglich, in Iran ist es längst geschehen, in Russland womöglich lahmlegen, und das müssen wir können. Wir müssen Terroranschlägen zuvorkommen. Wir müssen Wirtschaftseinbrüche verhindern durch konsequente Planung. Naturkatastrophen bedrohen uns, Stichwort Klima. Aber das ist vielgestaltig. Was machen wir mit der Überbevölkerung, die wir als solche Gefahr bis heute nicht begreifen? Sie drückt die tropischen Wälder an den Rand. Sie ist hauptbeteiligt, auch an der Klimaerwärmung, an den Naturkatastrophen. So können wir dranbleiben. Diese Ängste sind gewaltig. Sie dehnen sich aus ins Globale. Und dann brauchen wir eine Macht, die uns militärisch, politisch, ökonomisch, ökologisch verspricht, Sicherheit zu organisieren. Bestimmt im Jahr 2050 werden wir es geschafft haben. Bis zum Jahr 2050 werden wir wahrscheinlich bei 11 Milliarden Menschen stehen. Kein Mensch von den jetzt Regierenden hat irgendeine Ahnung, wie das gehen soll. Nochmal ein Drittel zu der Zahl, die wir heute schon haben. Die alle wollen genauso leben, am liebsten, wie wir heute schon leben. Wie das zu machen ist, muss man nicht drüber nachdenken. Also es ist eine irrationale Angst, mehr will ich nicht sagen. Aber sie hat rückkoppelt den Zweck, die Macht, die sich behaupten will, vor den Augen aller Untertanen mit rigorosen Maßnahmen zu befestigen und unbedingte Folgsamkeit abzuverlangen. Nur so ist Rettung möglich. Es ist am Ende die moralische Verantwortung der Obrigkeit zu gehorchen. Damals kam noch hinzu für die katholische Seite das Aufkommen des Protestantismus. Es hat auf die Hexenverfolgung überaus nicht mildernd gewirkt, aber den Katholizismus natürlich noch mit verunsichert. Auch das ist im Grunde ein Teufelswerk dieser Martin Luther, aber auch die Protestanten überhaupt. Und es ist schlimmer natürlich, als was wir erlebt haben bei den Albigensern oder den Katharern. Die waren innerhalb des Katholizismus mit Anschauungen, die man christlich in der Tat problematisch finden mag. Aber jetzt haben wir eine Bewegung gegen Rom, ausdrücklich. Auch das erschüttert den Kaiser, der Habsburger, das erschüttert den Papst in Rom. Auch darauf muss man reagieren. Was die Hexenverfolgung angeht, arbeiten beide, Protestanten und Katholiken, wetteifernd sogar Hand in Hand innerhalb des Wahnsinns der Zeit. Die Hexen werden jetzt nicht mehr einzeln oder zu zweien, sondern zu Dutzenden, zu Hunderten verbrannt. Ein Bischof von Genf soll binnen 3 Monaten 500, ein Bischof von Bamberg 600, ein Bischof von Würzburg 900 Hexen verbrannt haben. Die Regierung von Savoyen verurteilt anscheinend auf einen Schlag 800 Hexen. Es überbietet sich in den Zahlen. Und das sind nicht Verbrechen. Das ist nicht etwas, das man bedauert oder das man als abscheulich brandmarken dürfte. Das sind Triumphe des Richtigen. Es ist ein Wettbewerb in dem, was im Vietnamkrieg die Amerikaner Bodycounting nannten. Man gab jeden Tag heraus, wie viel die Einheiten erfolgreich waren mit der Strecke, die man wie Hasen als Tote nebeneinander gelegt hatte von den Hooks, von den Vietcongs, um damit anzugeben. Man hatte es geschafft, man wetteiferte in den Tötungszahlen. Was ist das wieder? Haben wir den Wahnsinn hinter uns oder zelebrieren wir ihn nur mit anderen Worten und Geschichte? Dann ist der Vietcong schlimmer als jede Hexe. Der Kommunismus muss bekämpft werden an der Wurzel. Wenn wir Vietnam nicht bekämpfen, wenn wir den Kolonialismus nicht weiterführen, dann droht nach der entsprechenden Theorie ganz Südostasien dem Kommunismus anheimzufallen und dann sind wir auch im Westen geliefert. Die Älteren werden noch Konrad Adenauer hören aus den 50er Jahren.
dass in Korea Deutschland, Westdeutschland, meinte er natürlich, verteidigt wird. Das alles hat man uns beigebracht, im Wahn zu glauben. Und dagegen kann man nur kämpfen mit Gewalt, indem man über Leichen geht. Und dann kann man nicht tüchtig genug sein. Mir kommt es darauf an, die staatlichen Maßnahmen als identisch mit der Zeit von damals erkennbar zu machen, die Mechanismen durchschaubar zu machen und davor zu warnen, dieser Mechanik Glauben zu schenken. Das wird jetzt das Thema sein. Wie kommt man denn davon herunter? Welche Kräfte sind dagegen gewappnet? Eines ist nicht mal theologisch möglich. Wie soll man beweisen, dass es keine Hexen gibt? Das ist erkenntniskritisch eigentlich das einzige Dogma. Man kann niemals beweisen, dass es etwas nicht gibt. Und wenn das schon so ist, wie will man dann beweisen, dass Hexen glauben, ein Wahnsinn wäre? Wie wollen Sie einem Psychotiker, einem Wahnsinnigen beweisen, dass sein paranoisches Weltbild verkehrt sein könnte? Ihm ist das evident, dagegen ist mit Vernunftargumenten überhaupt nicht anzukommen. Und jetzt haben wir eine Glaubenslehre, die es für bewiesen ausgibt, dass es den Teufel gibt, dass der Teufel in Menschen Einfluss nehmen kann, bis dahin, dass er ihre Seele besetzt hält, dass ihm meinem eigenen Nachbarn der Teufel hausen kann, dass er ihn völlig in den Griff hat und dass mit seiner Kraft dieser Nachbar furchtbare Dinge tun kann, indem er den Teufel selber instrumentalisiert, der seinen Dienstsklaven in petto hält, um Unheil über die Menschen zu bringen. Was soll dagegen gewappnet sein? Wollten Sie sagen, es gibt keine Hexe? Würden Sie der Inquisition anheimfallen, die genau darüber wacht, dass das niemand sagen darf? Wollten Sie sogar sagen, es gibt keinen Teufel, würde Sie heute noch der Bannstrahl der römischen Inquisition, das heißt der römischen Glaubenskongregation treffen? Sie wären identifiziert als Nichtchrist, das ist im Jahr 2021 so. Sie müssen so glauben. Wollten Sie sagen, es gibt keine Hölle? Dito. Sie wären kein orthodoxgläubiger Christ, Sie müssten dafür verurteilt werden, wenn denn Ihre Gedanken, Ihre Bücher dementsprechend gelesen und geglaubt würden. Sie dürfen das Gottesbild nicht ändern. Das alles ist die reine Gegenwart. Wer so glaubt, den mögen wir heute für einen Wahnsinnigen halten. Aber wenn wir ein Kirchendogma haben, das bis zum Wahnsinn die Menschen prägt, sich in die Herzen schon der Kinder stampft, sollten wir dann nicht der Gesundheitsbehörde sagen, legt die Kirche an die Leine. Diese Dogmen dürfen nicht erhalten bleiben. Nicht aus theologischen Gründen, aus reinweg menschlichen. Sie machen die Menschen verrückt. Machen sie irre. Dämonisieren sie mit Angst, die sie persönlich nicht mehr kontrollieren oder widerlegen können. Und was machen Sie als Psychotherapeut, wenn Sie Menschen treffen, die von diesem Weltbild gar nicht lassen dürfen, weil innerlich die Zwänge und die Ängste übermächtig sind? Langsam, langsam vielleicht können Sie jemanden dahin verführen, eine Instanz zu bilden, die davon Abschied zu nehmen erlaubt. Aber darauf vorbereiten müssen Sie sich als erstes, dass Sie eben als Abgeordneter des Teufels betrachtet werden. Die Menschen beschwören sie, dass sie ihrem Weltbild Recht geben, dass sie irgendwie ihnen helfen im Rahmen ihres Weltbildes. Wie dagegen ankommen? Es ist nicht möglich, in Gruppen sich zu organisieren. Keine Macht könnte totale Herrschaft haben, wenn sie nicht die Macht besäße, organisierte Opposition zu verhindern. Sie hat die Kontrollmechanismen, sie hat die Denunziationszwänge, sie hat die Angst so ausgebreitet, dass es nicht möglich ist, in Verbreitung, in organisiertem Widerstand, womöglich auf der Straße protestierend, dagegen anzutreten. Sie haben eine einzige Ausweichmöglichkeit, das sind Einzelne, die Stellung nehmen. Und wie können Sie das? Wie dürfen Sie das? Was muss Ihnen evident werden, einer Kirche zu widersprechen, der Sie selber angehören, der Sie womöglich dienen wollen? Ein Bruch in allem. Ein Mann, auf den wir unbedingt zu sprechen kommen müssen, weil er exemplarisch, paradigmatisch
Für das steht, wozu aufgerufen ein jeder von uns ist in den Zeiten der Angst, der Machtunterdrückung, der Angleichung und der Homogenisierung der Meinung in einem klassischen Dogma, ob politisch, bürgerlich, wirtschaftlich, religiös, wie auch immer. Ist eine Gestalt, von der ich stolz bin, hier in Paderborn zu Ihnen berichten zu können. Für alle anderen, die keine Paderborner sind, ist es immer noch wert, von ihr zu hören. Das ist Friedrich von Spee. Ein Mann, der eingeschrieben ist an einer päpstlichen Akademie der Jesuiten, die heute noch existiert. Wenn Sie die Gänge hier der Fakultät in Paderborn, an der man Theologen ausbildet, entlang gehen, finden Sie dort die Bilder der Jesuitengeneräle aus langen Zeiten. Päpstlichen Rechts ist, weil der Jesuitenort, von dem wir gleich noch sprechen müssen, unmittelbar dem Papst sich unterstellt hat. In diesem Orden, Papst Gehorsam, will tätig werden Friedrich von Spee. Er schreibt im Jahre 1631 ein Buch, das berühmt werden wird, De Cautio Criminalis. Eigentlich ist das eine kriminaltaktische Vorsichtsmaßnahme. Eine Regel, die Kautelen, eine Cautio, einschiebt innerhalb der üblichen Prozessverfahren, mit denen man Hexen oder Hexer zu identifizieren meint. Gleich zu Anfang hören Sie, Spee kann sich nicht erlauben und wird auch selber kein Motiv darin finden, den Hexenglauben selber zu verurteilen. Das wäre nur konsequent. Christian Thomasius später wird das tun. Er wird kartesianisch argumentieren. Der Geist kann überhaupt nicht auf den Körper wirken, also gibt es auch keine Hexen. Psychosomatisch ein sehr anfechtbares Argument, aber philosophisch damals überzeugend. So kann Friedrich von Spee nicht argumentieren. Er kann das Hexenwesen nicht leugnen, den Hexenglauben nicht abschaffen. Er hat einen einzigen Ansatzpunkt und auf den gründet er seine Evidenz. Das ist das Verhör, um Menschen dahin zu bringen, dass sie aussagen, Hexer zu sein. Es ist das Folterverhör, um das es sich dreht. Und das ist seine eigene Erfahrung. Die Situation, vor der Friedrich von Spee gestellt sich sieht, ist eine einfache. Er hat 300 Jahre Lehrmeinung der Kirche auf dem Rücken. Er hat über sich die Aufsichtsbehörden der Inquisition. Er sieht neben sich die Tribunale, auf denen Hexen verbrannt werden. Entweder vorher getötet, das wäre mitleidig, oder bei lebendigem Leibe, je nach Verfahren. Was ist zu tun in diesem Augenblick? Eine Schrift wie die Cautio Criminalis kann als allererstes nicht öffentlich erscheinen, unterschrieben mit Friedrich von Spee. Sie muss anonym erscheinen. Sie kann auch nicht in einem ordentlichen Verlag erscheinen. In der Nähe von Paderborn, wenn Sie zur Weser fahren, kommen Sie durch das kleine Dörfchen Rindeln. Kein Mensch vermutet, dass darin Großes passieren könnte. Aber das muss ich Ihnen sagen, und das ist mein Bedürfnis in dieser Vorlesung. Wenn ein einzelner Mensch sich wagt, passiert ein ganz Großes. Die Umstände können noch so klein aussehen, noch so nichtig sein. Groß ist ein Mensch, der sich wagt, und worin jetzt? In der Evidenz seiner Menschlichkeit. Es ist das einzige Argument gegen den Wahnsinn. Man überprüft ihn in den Folgen für die Menschen. Das ist das einzige Kriterium, nicht länger die Dogmatik, die biblische Beweisführung, die Tradition der Kirche, die amtlich beglaubigte, in autoritärer Absicht verordnete Lehrmeinung, deren Verwaltung durch die kirchlichen und staatlichen Behörden. Das alles kann null und nichtig werden mit dem Blick auf leidende Menschen. Das ist die Situation von Friedrich von Spee. So etwas kann alles kosten. Und natürlich kostet es Friedrich von Spee als erstes Einsamkeit. Es passiert gleich hier in Paderborn. Der dortige Rektor findet, dass er nicht lehren darf. Ihm wird der Lehrauftrag entzogen von Hermann Baring. Er ist allenfalls noch zugelassen, Beichte zu hören. Das ist etwas, das Sie gleich in Paderborn neben der Fakultät tun können. In der dortigen Kirche es ist alles noch so, wie es in der Zeit war, vor jetzt fast 400 Jahren. Paderborn ist eine Stadt mit einer langen Geschichte. Und wie wäre es, wir würden hier Friedrich von Spee folgen, einem Mann, der es in Paderborn nicht lange aushalten durfte,
Er musste nach Köln, er kam nach Mainz, er kam nach Trier. Er war auf Wanderschaft. Aber hier fing es an. Um genau zu sein, er lebte hier am Western Tor, da wo heute die Bushaltestelle ist, dass eine Frau nach tagelangem Verhör ihn als Beichtvater fragt, was habe ich denn gemacht? Das werden Hunderte gehört haben. Und alle wussten, sie lügt. Üblicherweise, sie lügt. Kein Schuldiger gibt zu, dass er etwas getan hat. Er macht sich dadurch umso verurteilenswürdiger. Wenn er denn wenigstens zugäbe, dann, wenn er sich als schuldig bekennen würde, wenn er bereuen würde, dann könnte Gott ihm vergeben. Dann könnte die Kirche milde walten lassen. Dann könnte sie ihn vorher erdrosseln, bevor sie ihn verbrennt. Es könnte Milderung sein. Und er hätte Rettung wenigstens in der anderen Welt. Alles könnte sein. Aber wenn jemand bis zum letzten Augenblick, wie diese Frau hier, nicht um etwas zu leugnen, sondern einfach bittet um Aufklärung, was ihr denn vorgeworfen wird, muss sie unschuldig sein. Und dann kann all das nicht wahr sein, was man 300 Jahre lang in die Menschen hineinzupressen suchte. Dann muss man Zweifel haben, entschiedene Zweifel. Und mehr will Friedrich von Spee nicht sagen. Die Selbstgewissheit, mit der man Menschen zu Gericht sitzt, ist selber verwerflich. Sie kann nicht richtig sein. Sie muss sich korrigieren am Mitleid mit den Leidenden. Und ein Rechtssystem, das Leiden schafft, kann selber nicht menschlich sein. Das ist die Dramaturgie, vor der sie selber sich gestellt sehen. Und es wäre wahrhaft christlich, auch das muss man ja verstehen. Es ändert das ganze Gottesbild. Es bringt zurück den Gott, den Christus uns zu bringen kam. Es kann sich berufen auf Christus selber. Aber wohlgemerkt, das ist nicht die theologische Argumentation, die Friedrich von Spee vorlegt. Er argumentiert nicht bibeltheologisch, was er durchaus könnte. Freilich, es steht auch in der Bibel alles Mögliche. Von Hexen im Alten Testament schon, von dämonisch Besessenen im Neuen Testament. Aber in all dem käme man wieder in große Schwierigkeiten hinein. Spee ist vorsichtig genug, sich auf die theologische Debatte über das Wirken des Teufels und die Existenz von Hexen nicht einzulassen. Was ihm am Herzen liegt, ist nicht die Verteidigung von Hexen, sondern von gequälten, leidenden, verängstigten Menschen gegenüber dem Tribunal ihrer Inquisitoren. Und was er zu zeigen versucht, ist die Unmöglichkeit, mit Hilfe der Folter Wahrheit herauszufinden. Und er wusste, wenn wir, so schreibt er wörtlich, unter dem Schein des Rechts leichtfertig verfahren, dann öffnen wir der Unfrömmigkeit und Gottlosigkeit Tür und Tor. Die Frucht davon erleben wir gerade heute, 200 Jahre nach der Aufklärung, immer noch langsam im Verlauf von Jahrhunderten. Aber wovon die Menschen sich abwenden, ist die mitleidlose Art, mit Menschen umzugehen. Spee schreibt hier leichtfertig. Damit meint er die Art, wie wir selbstsicher uns zu wähnen, meinen, wenn wir über Menschen urteilen. Aber dass man das tut noch im Namen Gottes, glaubt sich auf dessen größere Gerechtigkeit berufen zu können, das werden die Menschen nicht mehr glauben. Und dann hat er recht. Es öffnet der Gottlosigkeit Tür und Tor. Das wird die Geschichte im kommenden Semester sein. Wir werden sehen, wie in der Neuzeit gerade auf dem Boden des Rechts man sich abkehrt vom kirchlichen Hintergrund und nicht ohne weiteres dabei die Rechtsprechung humanisiert. Man wird neue Verfahren einführen, man wird die Folter abschaffen, aber die Mitleidlosigkeit wird eher zunehmen. Der Formalismus, der Legalismus, die Rechtsgläubigkeit jetzt im Glauben an das Recht des Staates, die Ausnahmslosigkeit, die Gleichschaltung der Individuen vor dem Allgemeinanspruch des Staates, all das wird wachsen, gerade weil es keinen Gott mehr als Person gibt. Wir werden diese Tragödie uns en Detail anschauen müssen. Spee hört, wie die Richter lügen, wenn sie behaupten, sie haben ohne Folter verhört. Damit meinen wir, was wir in der letzten Stunde schon hatten, sie haben womöglich kein Blut fließen lassen. Sie haben die Leute aufgehängt, sie haben sie auf der Streckbank
gequält. Es gab auch andere Verfahren, da war es dann nicht so schlimm, wenn etwas Blut mal fließen konnte. Sie haben mit breiten eisernen Pressen, mit scharfen Zähnen versehene Platten auf die Schienenbeine gepresst. Das führte zu Blutvergießen auf beiden Seiten des Beines. Das Fleisch wurde zu Brei zerquetscht. Und Spee schreibt jetzt, ich fürchte, wir wollen auf diesem Gebiet der Tortur nämlich es sogar den Heiden an Grausamkeit zuvortun. Was er damit meint ist, es hat sich über das römische Recht und dessen Verhörpraktik ins Kirchenrecht all das eingeschlichen, was schon furchtbar war und jetzt auf den Gipfelpunkt getrieben wird. Und immer im Dienste Gottes, im Dienste der Wahrheit, im Dienste der Ordnung. Und den Menschen soll geholfen werden im Kampf gegen den Satan. Ausführlich schildert Spee, wie die Folter immer neue Denunziationen über andere Hexen erpresst und meint, der Leser mag sich selbst ein Urteil bilden, wie es kommt, dass wir so viele Hexen in Deutschland haben. Die Folterverhöre schaffen sich selber ihre Hexen. Die Furcht, die man schon hat, wird durch die Mechanismen der Furcht selber quantitativ immer weiter in der gleichen Spirale ansteigend hochgetrieben werden. Und das Entscheidende ist die kleine sprachliche Nuance. Sie, die Hörer, Sie, die Leser, sollen urteilen. Das ist enorm. Man überliest das schnell. Aber es ist der wichtigste Appell. Es ist nicht länger möglich zu sagen, die Kirche hat ja gesagt, die Tradition hat ja gesagt, die Bischöfe sagen ja, der Kaiser sagt ja. Urteile du selber, wenn du dies liest. Als Leser mache dich mündig mit deinem eigenen Gewissen, mit deinem eigenen Urteil. Nur dann verstehst du Friedrich von Spee. Nur dann verstehst du die Person Jesu, die schattenhaft oder erleuchtend dahinter steht. Wenn du dich nicht selber wagst in deinem Urteil, verstehst du gar nichts, bleibst du Mitläufer. Willst du das? Dann bist du gehorsam. Bist du treu? Bist du fromm? Machst du nichts falsch? Kannst du heilig gesprochen werden? Aber du könntest wissen, dass das alles selbst betrügerische Lüge ist. Du müsstest dann aber einsehen, dass sie dich belügen mit ihrer Angst, mit ihrer Machtstrategie. Du müsstest wagen, ein eigener Mensch zu sein, um Menschlichkeit in die Welt zu schicken. Eine kleine Schrift anonym veröffentlicht, spricht von einem Mann, dessen Namen wir natürlich heute kennen. Aber was für eine Persönlichkeit! Und was bedeutet es dann wirklich, Christ zu sein? Das steht auf dem Spiel, ist eine Frage damals wie heute. Deshalb halten wir eine Vorlesung wie diese. Friedrich von Spee paradoxerweise kann sich berufen auf Augustinus. Dessen Bild in der Lehre vom Staat haben wir schon genügend problematisiert, aber großartig ist Augustinus selbst an Stellen, wo er sich irrt. Und gegen die Folter, er, ein meisterlicher römisch erzogener Rhetor, bringt das Problem auf einen klassischen Begriff und natürlich greift Friedrich von Spee auf diese Stelle im Gottesstaat zurück. Nur ermessen Sie den Abstand von 400 bis 1600. Dazwischen liegen 1200 Jahre Kirchengeschichte. Und es ist, wie wenn Augustinus das nie gesagt hätte. Ein Heiliger der Kirche, einer der größten Kirchenlehrer. Man ignoriert's. Friedrich von Spee aber zitiert's. Im Zweifel, ob's denn jetzt mal Glauben finden könnte. Bei Augustinus heißt das, um die Widersprüchlichkeit der Folter deutlich zu machen, indem der Richter den Angeschuldigten foltert, eben damit er nicht ohne zu wissen einen Schuldlosen hinrichtet, kommt er durch das unselige Nichtwissen, dass er zuletzt einen schuldlos Gefolterten hinrichtet, den er gefoltert hat, um nicht schuldlos hinzurichten. Diese Dialektik ist nicht besser auszudrücken. Man will keinen Unschuldigen hinrichten, also foltert man, um ein Geständnis zu bekommen, bei dem gerade die Unschuldigen gestehen werden aus Angst und Schwäche. Was Augustinus da vorträgt, ist natürlich kein bloßer logischer Syllogismus des Weltwiderspruchs in sich selber. Es ist das Bekenntnis in persönlicher Betroffenheit. Es ist unvorstellbar, schreibt Friedrich von Spee, 1200 Jahre nach Augustinus, wie viel Lügen die Angeschuldigten unter dem Zwang der Folter
über sich und über andere aussprechen. Am Ende muss alles wahr sein, was der Peiniger wahrhaben möchte. Gott weiß es, wie oft ich das unter tiefen Seufzern in durchwachten Nächten überdacht habe. Wir alle, fährt er fort, müssen vor den Richterstuhl der Ewigkeit treten. Die Nächstenliebe verzehrt mich und brennt wie Feuer in meinem Herzen. Sie treibt mich an, mich mit allem Eifer dafür ins Mittel zu legen, dass meine Befürchtung nicht wahr werde. Ein unglückseliger Windhauch könne die Flammen dieser Scheiterhaufen auch auf schuldlose Menschen übergreifen machen. Das ist der Originalton von Friedrich von Spee. Den Worten nach hat er nicht einmal was dagegen, dass wirklich Schuldige verbrennen müssten. Was er vermeiden möchte, ist, dass man Unschuldige verbrennt. Aber es kann ja sein, schon bei der Praktik der Folterverhöre oder auch ohne Folter in den Verhören, es kann ja sein, dass man Unschuldige verurteilt. Und die Möglichkeit soll ausgeschlossen werden durch die Cautio Criminalis. Schon mal keine Folter. Und wie müsste man dann verhören? Wieder können Sie sagen, ach ja, das ist nicht unser Problem, da sind wir jetzt im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts, also da sind doch wir ganz anders dran. Nein, sind wir überhaupt nicht. Ein Gericht tritt an und es hat sich ein Urteil gebildet. Der Staatsanwalt hat bewiesen scheinbar die Schuld eines Angeklagten. Die Verteidigung ist schwach. Sie knickt ein. Sie kann nur sagen, ja, was ist jetzt? Wenn der Angeklagte solchermaßen als schuldig bereits überführte, geständig wäre und gäbe seine Schuld zu reumütig, dann könnte man reden, wenn er das freiwillig täte, über gewisse Formen der Straferleichterung. Dann könnte man die Haft ein wenig von der Verlängerung runterschrauben. Man könnte, ja, milde will man nicht sagen, aber man hätte wenigstens die Aussicht, dass jemand zu seiner Schuld steht, dass er also besserungsfähig ist, dass er eine bessere Option für die Zukunft hat. So er aber nicht geständig ist, zeigt er ja die Verhärtung. Dann gibt es kein Pardon mehr. Dann sind wir in derselben Situation. Was dann? Wenn es Gründe gibt, dass ein Mensch bei seiner Wahrheit bleibt, er hat überhaupt nicht gehext, er hat überhaupt kein Verbrechen begangen, er ist unschuldig. Er hat aber die Pflicht vor Gericht, sich als schuldig zu bekennen, weil das Gericht genau weiß, was er, weil er lügt, wenn er widerspricht. Das Gericht hat Recht zu haben, wenn es Recht spricht. So simpel. Welche Kriterien haben wir, dass uns das nicht jeden Tag genauso passieren wird? Dann würden wir das Vertrauen mal mitbringen, dass jemand die Wahrheit sagt. Naja, wir haben die Unschuldsvermutung, das ist richtig. Aber was, wenn gewisse Indizien dagegen sprechen? Was machen wir mit den Indizien beweisen? Die Indizien waren, dass damals im Nachbarhof eine Ziege krank werden konnte. Wieso wurde sie krank? Die Indizien spüren zu der Nachbarin, die man schon immer nicht gemocht hat und die so finster reinguckt. Welchen Indizien denn kann man glauben? Wie schlüssig sind die Indizienbeweise? Und welche Beteiligung hat der Einzelne, selbst wenn die Indizien klargelegt wären? Welche Schuld trägt er daran? Dann müssten wir wirklich in den Innenraum. Wenn wir schon voraussetzen, jemand kann vom Teufel besessen sein, haben wir heute ganz einfache Begriffe dafür. Er kann ein neurotisch Leidender sein, er kann psychotisch krank sein, er kann ein Psychopath sein, er kann seelisch so gestört sein, dass wir gar keinen Teufel brauchen. Aber wir bilden uns ein, wir können über Freiheit reden und dann können wir zupacken. Das ist ein Grund, auf den ich gleich sofort noch komme. Ich erspare Ihnen jetzt das rein Historische noch aufzuführen, aus Zeitgründen, wie man mit Friedrich von Spee hin und her gegangen ist. Er wird damals in Mainz, das seiner Zeit im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden besetzt ist, sich für die Verwundeten einsetzen. Er wird in Trier Pestkranke pflegen. Er ist ein Mann der Menschlichkeit geblieben. Er wird rührende Gedichte schreiben, die ins Gebetbuch kommen sollen, damit man Gott verehrt, lyrisch beinahe, fühlend. Und das ist seine Botschaft. Er steht im Übrigen nicht allein. Wir könnten ein paar Zeitgenossen noch erwähnen, die genauso einsam, jeder für sich, unvernetzt untereinander, mit gleichen Erfahrungen sich zu Wort melden, in Büchern, die damals kaum vertrieben werden oder, wenn sie öffentlich würden, gleich unterdrückt werden. Protestantischerseits muss ich allerdings noch erwähnen, den Prediger, den Calvinisten,
Anton Praetorius. Auch den gab es im hessischen Bierstein 1597, das ist Jahrzehnte bevor Friedrich von Spee auftritt, interveniert er. Und wieder dasselbe. Er sieht, dass eine Frau, die Mutter von 9 Kindern, ein zweites Mal gefoltert werden soll, nachdem man ihr am Vortag mit mehreren anderen die Knochen mit Beinschrauben malträtiert hat. Praetorius fordert, die Frau müsse unverzüglich freigelassen werden. Sie hat nach dem tragischen Tod dreier, Praetorius selber hat nach dem tragischen Tod dreier Gattinnen privat an Leiden genug erlebt und ist der rechte Mann, mit einer leidenden Frau Mitleid zu haben. Das ist ein Wort, an dem mir immer wieder liegt, dass man verleumdet. Mitleid, das ist unmodern, das kann man aus dem Duden streichen. Mitgefühl muss es heißen, so ist es korrekt. Nein, ist es gar nicht. Mitgefühl haben Sie mit jedem, der die Zähne bleckt, weil er lacht. Das ist Mitgefühl, aber es verbindet und verpflichtet ethisch zu gar nichts. Dass Sie wie Praetorius eintreten für eine Frau, die gefoltert werden soll, schon wieder. Werden Sie nur, wenn Sie wissen, was Leid bedeutet, und dann müssen Sie es miterlebt haben. Und das nennt man nicht Mitgefühl, das ist Mitleid. Das ist viel mehr. Es verpflichtet sittlich. Das ist der Gedanke Arthur Schopenhauers vor 150 Jahren. Und er ist völlig richtig, um Moral zu begründen, um Religiosität nochmal umzukrempeln. Mitgefühl ist etwas Schönes, Behäbiges, das kann man haben. Das ist empfindsam, auch ästhetisch, das ist was sehr Feines, emotional Gebildetes. Darüber kann man schön am Tisch in der Runde diskutieren, wer da sensibel ist und feinfühlig auch, empathisch auch. Mitleid packt sie an, das kostet sie etwas, treibt ihnen die Tränen in die Augen, rührt an ihr Herz. Das ist was anderes, das ist auch Mitgefühl, aber zu verdichtet auf einen Punkt, an dem es was zu machen gibt, wo sie für eine Wahrheit eintreten, die sie nur in diesem Gefühl erkennen können. Diese Frau leidet und für sie muss man einstehen. Das ist Praetorius im Jahre 1597. Er riskiert dabei selber alles. Ein Jahr später schreibt er selber als Pfarrer in der Nähe von Heidelberg seinen gründlichen Bericht von Zauberei und Zauberern. Dass das alles Menschenschinderei und Quälerei ist und den Menschen Unrecht tut und Gott Unrecht tut. Solche Leute gab es. Außerdem behauptet er noch, was damals eine kühne theologische These ist, abweichend von der gängigen Lehrmeinung, die Naturabläufe könnten nicht von Teufeln oder von Zauberern verändert werden. Es ist nicht möglich, dass man von den geistigen Prozessen, die ja dazugehören, dass man Geister beschwören würde, alles mögliche Unheil in die Natur schleust. Da sind wir wieder in der Diskussion, im Weltbild, in der Philosophie. Das ist angreifbar. Aber um solche Dinge geht es nicht. Es geht um den Hintergrund, mit dem ein Mann wie Praetorius versucht, Menschlichkeit in eine Welt der verordneten Unmenschlichkeit zu tragen. Damit könnten wir bei aller Brüchigkeit, wir haben davon noch viel mehr zu lernen. Ich darf Sie damit trösten, wenn das für Sie ein Trost ist, des Nachdenkenswerten, aber auch des Abscheulichen, wenn das Buch im Herbst herauskommt, en Detail noch viel mehr lesen zu können. Wir bilanzieren erst einmal und kommen dann zu einer neuen Form der Inquisition, die ich als die römische Inquisition bezeichne und die es jetzt nicht mehr zu tun hat mit Hexen, aber mit Glaubensabweichlern. Und das sind in alle Zukunft die Protestanten in ganz großem Stil, die Freigeister, auch am Beginn der sich entfaltenden Naturwissenschaften, ab dem 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, Kopernikus, Bruno, Galilei muss ich nur erwähnen. Und wir haben es dann in der staatlichen Inquisition, verbunden mit der Kirche, vor allem in Spanien, zu tun mit den Moriscos, das sind die Mauren, die man bekämpfen muss, und die Lutheranos, das sind die wenigen Lutheraner, die sich nach Spanien verirrt haben. Niederländer, Engländer, Abgefallene. Und dann natürlich in den Kolonialgebieten der Spanier, alles, was man da antrifft, das sind die Ungläubigen, das ist das Gewohnte. Die muss man mit Gewalt bekehren, in ganz großem Stil. Wie wir in Tenochtitlan, in Mexico City, eben schon gehört haben. Bleiben wir bei dem Gemeinsamen.
Ein Normabweichler muss bestraft werden. Das ist die Rechtsauffassung und die Praktik aller kirchlichen, aber auch aller staatlichen Behörden. Bis heute. Nur dass die Kirche Roms sich seit eh und je die Verantwortung für das Seelenheil aller Gläubigen, letztlich aller Menschen dieser Erde, unter den Augen ihres Schöpfers zumisst. Wer da anders glaubt, anders denkt, anders fühlt, anders wünscht, anders lebt, als es in den Vorstellungen der Theologen dieser Kirche unter der Leitung ihres Papstes in Fragen der Glaubens- und der Sittenlehre entspricht, der stellt eine Gefahr der Verführung oder der Irreführung in Bereichen dar, die über das Gelingen oder Misslingen des Lebens in alle Ewigkeit entscheiden. Eine Kirche, die selber die Beziehung zwischen Mensch und Gott so weit veräußerlicht, dass sie das Richtige objektiv an Ritual und Dogma bindet, kann in dieser Lage nicht mehr anders. Sie muss mit äußerer Gewalt, mit Zwang und Strafmaßnahmen gegen alle Devianten und Delinquenten vorgehen. Sie muss einschüchtern, abschrecken, foltern, niederbrennen, was sich ihr auf dem Weg zum Himmel in den Weg stellt. Was bedeutet schon das Zeitliche gegenüber dem Ewigen? Was das Endliche gegenüber dem Unendlichen? Was das Menschliche gegenüber dem Göttlichen? Wenn es so steht, ist das die Frage. Gerade noch haben wir gelernt, dass das kein Gegensatz sein darf. Das Menschliche ist das Göttliche. Das Göttliche ist nichts anderes als die fühlbare Menschlichkeit einer Güte, die auf ewig und absolut uns selber dahin begleiten dürfte, Menschen zu werden. Aber hier haben wir es im Gegensatz. Man darf gewissermaßen nicht menschlich sein, damit Gott die größere Ehre wird. Wenn das in kirchlicher Absicht behauptet wird, widerlegt diese Kirche sich selber. Und das ist, was die Menschen hier rückwärts reklamieren. Wer mag ihr noch glauben? Es hat keinen Zweck, dass die Kirche sagt, das tut uns alles leid, das ist schrecklich gelaufen. Sie muss die Mechanismen in der Gegenwart abarbeiten. Sie muss dieses ganze Weltbild revidieren, den ganzen Schöpfungsglauben erneuern, das Bild von Gott endlich reinwaschen im Sinne Jesu. Und das geht nicht anders. Sie muss aufräumen mit dem Strafrecht, ihrem eigenen sowieso, aber auch dem des Staates. Unsere Vorlesung ist nicht zu halten im Rahmen der Jurisprudenz. Es ist keine rechtswissenschaftliche Vorlesung, sondern eine theologische. Und ich möchte, dass die Theologie selber sich in ihrem eigenen Bereich zurückmeldet, mit einer eigenen Kompetenz. Und dann freilich müssen wir zeigen, dass das keine Utopie ist, sondern praktisch das Allerbeste, was uns werden kann. Das braucht noch Zeit und ich hoffe, Sie nehmen sich die, sitzen nach wie vor auf Ihrem Chaiselon, schauen weiter auf Ihren Monitor, haben vor sich Ihre Kaffeetasse und Sie können jetzt verfolgen, wie es weitergehen muss. Die Unglaubwürdigkeit der Kirche beginnt spätestens in den Tagen des Jan Hus, gefolgt ein Jahrhundert später mit keinem Geringeren als Martin Luther. Was dieser Mann vor sich hat, ist das, was all die Zeit schon bekämpft wurde von den Katharern, von den Waldensern, der Reichtum der Kirche, der Machtmissbrauch, die scheinbare Autorität, die man sich zutraut, über Menschen zu urteilen, am Ende über die Art, wie man die Bibel lesen muss, wie man Christus interpretiert, indem man ihn verfälscht. Machen wir es konkret mit einem Bild. Manchmal sagt man, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, das ist auch richtig. Der Hofmaler Martin Luthers in Wittenberg ist Lukas Cranach. Der ist gegenwärtig als ein Jahr vorher, 1525, Luther heiratet die entsprungene Nonne Katharina von Bora für die Katholiken zum Händereiben. Da sieht man, was aus einem Mönch wird, der die Kirche verlässt. Der Hohn ist gewaltig gegen den vermeintlichen Reformator. Cranach verdiente an allem, was ihm Geld brachte. Er malte nicht nur aus gläubiger Überzeugung. Und so malte er auch im Auftrag Albrechts, des Erzbischofs von Mainz und Magdeburg, im Jahre 1526 dieses folgende Bild. Es zeigt die ganze Paradoxität im Kampf um die Kirche. Es zeigt, was man unter Kirche zu verstehen hat und was Luther sich tun ließ, weigert, jemals noch unter Kirche verstehen zu wollen. Das Bild sieht so aus. Sie haben vor sich Bischof Albrecht von Magdeburg und Mainz.
Und da sehen Sie den kirchlichen Würdenträger in seinem Arbeitszimmer bei der Übersetzung der lateinischen Vulgata des Hieronymus ins Deutsche. Das soll werden das Gegenstück zu Luthers Übersetzung des Neuen Testamentes aus dem Griechischen, in dem Text, den Erasmus von Rotterdam vorgelegt hat, mit der Textkritik, die ihm damals zur Verfügung stand. Albrecht von Mainz also ist genau der Mann, der Luther widerlegen wird, indem er aus der nicht immer richtigen lateinischen Übersetzung auch nicht immer richtig ins Deutsche zu übersetzen versucht. Er sieht da als ein Gelehrter. Und so sitzt er da gleich an der Stelle des Kirchenvaters Hieronymus, der die Vulgata übersetzt hat ins Lateinische. Das ist damals ein Zeitgenosse des heiligen Augustinus, eine sprachliche Meisterleistung, keine Frage. Die katholische Kirche benutzt die Vulgata heute immer noch, wie wenn sie eine Gottesoffenbarung wäre. Sie führt Beweise aus der Vulgata, nicht einmal aus dem griechischen Neuen Testament. Aber hier, Erzbischof Albrecht sitzt jetzt an der Stelle des heiligen Hieronymus. Also ist wie bei Hieronymus in der Klause ein Löwe am Boden lagernd und er selber identisch mit dem Kirchenvater. Der Löwe aber ist nicht, wie er sollte, einfach schlafend wie eine große Katze, sondern er belauert mit begehrlichen Augen die Rebhühner. Und das ist nicht ganz übel von Cranach in das Bild hineingeschoben. Die Rebhühner sind die Vögel der Venus und die kennt natürlich jeder. Wenn ein Löwe da ist, der begehrlich schaut auf die Rebhühner, was sagt uns dann diese Tatsache über den Erzbischof von Mainz, der da am Tisch sitzt? Bei Hieronymus war der Löwe schlafend, das ist er bei diesem Erzbischof nicht. Lassen wir das. Luther hat ein Jahr vorher geheiratet. Und man glaubt zu wissen, dass der Erzbischof sich eine Konkubine hält. Und Luther hat einen wütenden Brief geschrieben, er soll wenigstens ehrlich sein. Das wird der Erzbischof nicht, das wird auch geleugnet. Eigentlich auf diesem Bild wird es sogar ganz und gar geleugnet. Das geschieht einmal, indem nicht nur Arbeitsvorlagen und Lexika, Bücher auf dem Tisch liegen, sondern in Richtung des Fensters ein Kreuz da ist, und an der Wand ein Marienbild hängt. Dessen Bedeutung wird durch den Graupapagei markiert, der da auf dem Tisch sitzt. Der Graupapagei steht für die Jungfräulichkeit Mariens. Und die Begrüßungsworte des Engels an Maria, Ave Maria, lateinisch gegrüßet, weißt du, muss man nur umgekehrt lesen, denn ist Ave Eva, ein Palindrom. Und dann ist Maria die Widerlegung der Eva, die Sünde, die Menschen ins Verderben geführt hat, wird widerlegt durch die Gottesmutter. Und der verpflichtet ist nun der Erzbischof. Sie sehen oben ein Leuchter aufgehängt. Da könnte auf manchen Abbildern auch eine Frau unbekleidet sein, auch so eine Venus. Das ist abgemildert. Hier sehen Sie ein Putto, das ist schon wesentlich frommer. Das ganze Bild atmet Friedfertigkeit. So sollen wir jetzt denken. Aber es ist geheuchelt. Wir haben eine Feierlichkeit, die den Anspruch Christi Anliegen zu vertreten konterkariert. Wir müssen wissen, dass gerade der Ablass eingetrieben wird. Auch in Wittenberg soll das werden. Damit dieser Mann hier auf diesem Bild die eingegangenen Schulden an die Fugger zurückzahlen kann, die er nicht bezahlen kann. Er musste sich verschulden, um Bischof zu werden. Und dagegen wütet Luther natürlich. Er hat mit diesem Mann überhaupt nichts mehr im Sinn. Cranach malt ihn so fromm, wie sein Auftraggeber es gewünscht hat und will damit nur zeigen, wie der Widerspruch nötig wird. Ich denke, das genügt, um uns kundig zu machen, was Luther mit der Reformation unter anderem will. Aber das eigentliche Thema ist die falsche Lehre, die man bis heute einhält. Menschen sind frei in ihren Willensentscheidungen und deshalb kann man und muss man sie bestrafen. Das ist gusseisern so. Und wir verdanken diese Lehre bis heute erstaunlicherweise dem Philosophen Aristoteles aus dem 4. Jahrhundert. Damit Sie mir das glauben und hören, wie das klingt, schlage ich mit Ihnen auf die nikomachische Ethik.
Die durften wir im griechischen Arbeitskreis in der Schule übrigens vorzugsweise lesen. Unser Griechischlehrer hat die Zeit sich genommen, genau diese Texte mit uns zu lesen. Aristoteles, die nikomachische Ethik, ich zitiere wörtlich: Der Satz, mit Willen schlecht ist niemand, ist falsch. Denn der Mensch ist das bewegende Prinzip oder der Erzeuger seiner Handlungen. Wenn wir das Handeln auf keine anderen Prinzipien zurückführen können als auf solche in uns, dann ist das Handeln, dessen Prinzipien in uns sind, auch selbst in unsere Macht gegeben. Also freiwillig. Diese Erkenntnisse werden von den einzelnen Menschen in ihrem privaten Bereich und dann gerade auch von den Gesetzgebern bestätigt. Denn sie verhängen Straf- und Sühnemaßnahmen gegen solche, die schuldig geworden sind, sofern nicht Zwang oder unverschuldete Unwissenheit im Spiele waren. So Aristoteles. Was Sie auf den ersten Blick vernehmen dabei und in der Begrenztheit hoffentlich sofort erkennen werden, ist, dass Aristoteles von Unfreiheit nur spricht bei äußerem Zwang, bei Dingen, die von außen zugefügt werden. Was im Inneren des Menschen vor sich geht, ist für ihn identisch mit Freiheit. Das ist ein Aberglaube, den wir heute noch haben. Selbst im deutschen Idealismus seit 200 Jahren wird gelehrt, dass was vom Ich ausgeht, was mit Bewusstsein geschieht, wo man weiß, was man tut, im Bewusstsein frei sei. Das ist dasselbe Argument des Aristoteles, unverändert bis heute. Aristoteles mag man das nachsehen, obwohl mir auch es schwerfällt, ihm das einfach durch die Zeilen gehen zu lassen. Aristoteles hätte nur sehen müssen, was auf der Bühne in Athen, wovon er ja kam, eher nach Mazedonien wegging, gespielt wurde im Dionysos-Theater, die großen Tragödien aus dem 5. Jahrhundert. Die Menschen, die da handeln, sind nicht frei. Sie tun furchtbare Dinge, aber wie gezwungen. Oft wollen sie sogar das Richtige wie Ödipus. Das Furchtbare, das sie begehen, ist wie ein Schicksalsfluch. Und dann müsste man Menschen in ihrer Hilflosigkeit sehen. Als Spielball von göttlichen Kräften oder dämonischen Mächten. Aristoteles müsste seine eigene Kulturtradition von den Dichtern her aufnehmen, aber das tut er nicht. Er verlängert die griechische Tragödie, über die er selber ästhetisch schreibt und die er würdigt, nicht bis in die Psychologie hinein, die sie vermitteln müsste. Das mag man bemängeln, aber das Weltbild des Aristoteles ist als solches zu seinen Tagen schwer zu erschüttern. Wir heute haben seit 200 Jahren eine Philosophie, eine Psychologie, eine Psychiatrie, eine Neurologie, die uns in den Menschen hineinschauen lässt. Und dann müssten wir die ganze Justiz ändern. Wann denn sind Menschen frei? Das alles sind Dinge, die wir im nächsten Semester natürlich werden lang und breit erörtern müssen. Die Freiheit des Menschen. Kann man jemandem schuldig sprechen, der genau das nicht getan hat, mit freiem Willen? Gegen das Gesetz, gegen sein Gewissen, gegen Gott, gegen die Menschen Furchtbares zu tun. So konnte nicht argumentieren, aber so sah die Menschen richtig in ihrer Tragödie Martin Luther. Er konnte selber schreiben. 1517, von der Freiheit eines Christenmenschen, wörtlich: Wer da gute Werke tun will, darf nicht bei den Werken anfangen, sondern bei der Person, die die Werke tun soll. Das heißt doch bei den Menschen im Inneren, nicht in den äußeren Umständen, sondern mit der Person, die er selber ist. Die Person aber macht niemand gut als allein der Glaube und niemand macht sie böse als allein der Unglaube. Das ist jetzt wieder die Tragödie des Martin Luther, über die Tragödie des Menschen zu reden. Er kann Psychologie nur treiben mit theologischen Mitteln. Also muss er das Gute im Menschen theologisch mit Glauben bezeichnen und das Gegenstück ist der Unglaube und die Dämonisierung des Menschen. Es gibt keine Psychologie für Luther. Es gibt Gott und den Teufel, es gibt Theologie und Dämonologie. Wir müssen heraushören, was Luther meint, um ihn richtig zu verstehen. Und dann müssten wir statt dogmatisch jetzt, wie Luther das selbst getan hat in seiner Zeit, von Glauben zu reden, dasselbe Wort mit ganzem Recht, mit seiner Kraft, es zu verdeutschen, von Vertrauen sprechen. Und dann ist der Gegensatz nicht Glauben und Unglaube in dogmatischem Sinn,
Glaubst du, dass Christus für dich am Kreuz gestorben ist? Glaubst du, dass Christus mit seinem Blut dich erlöst hat? Glaubst du, dass Gott dich versöhnt hat durch das Opfer seines Sohnes? Wer glaubt das alles noch? Hat Jesus jemals so gesprochen? Aber wenn der Stünde, im Vertrauen auf Gott überwindest du die Angst, die dich immer wieder nötigt, abzuweichen von dem, was du als menschlich in dir spürst. Begriffen wir, wie Jesus die Welt zu erlösen kam. Durch die milde Botschaft eines Vertrauens, das die Angst besiegt, die Aggression überflüssig macht, die Gewalt wegstreichelt aus der Seele der Menschen, sie sich ihnen selber zurückgibt. Eigentlich will und wollte Luther das zurückgewinnen, er hat es für sich selber erlebt. Auf fast magische Weise, durch die Lektüre des Römerbriefs, kommt er dahin, Vertrauen zu setzen gegenüber seinen eigenen Ängsten als Mensch und Mönch. Das hat ihn gerettet und das verkündet er jetzt. Eine evidente Erfahrung in seinem Inneren. Aber wohlgemerkt, er kann sie nicht verkünden mit psychologischen Argumenten. Er bleibt Theologe, also vergräbt er sich in die Bibel und das führt zu einer Rechthaberei, die in die Jahrhunderte gehen wird. Das führt zum Schmalkaldischen Krieg, zum Dreißigjährigen Krieg. Das führt zu den Landesabgrenzungen. Hier in Paderborn müssen Sie nur ein paar Kilometer gehen, dann sind Sie an der Lippe und nördlich davon sind schon wieder die Protestanten. So hat man das 1648 festgesetzt. Und daneben, die Lippe ist hier jedenfalls bei Paderborn keine 3 Meter breit, dazwischen liegt nun der Unterschied von Himmel und Hölle, richtig und falsch, Gott und der Teufel. Was sind das für Dinge? Und wie werden wir davon frei? Die Aufklärung später, der Humanismus wird völlig recht haben. Wir müssten an den Menschen uns orientieren. Aber auch Luther hätte recht und beides. Erasmus und Luther müssten an der Stelle zusammenkommen. Menschen können nur menschlich sein in einem Vertrauen, das sie festmachen im Absoluten. Gegen alles, was auf dieser Erde Angst machen könnte, das sich relativieren lässt im Vertrauen auf Gott. Das meint Luther ganz ohne Frage, das lernt er von Paulus. Und das wäre jetzt der Anker, die ganze Welt in die Erlösung hineinzubringen, hineinzuheben, hineinzulocken, hineinzubegleiten. Erlösung der Welt. Das alles wird kaum zustande kommen. Wir müssen ein wenig noch sehen, woran Luther scheitert. Das ist der Widerstand der römischen Kirche, die auf ihn nicht hören wird. Schon dadurch gräbt es sich fest. Das ist die scheinbare Unbekehrbarkeit der Juden. Schon daran verfestigt sich. Es ist aber vor allem 1523 bereits der Bauernaufstand, der Luther vollkommen in die Irre treibt eigentlich, in Widerspruch zu seinem Freund im Ursprung, Gesinnungsgenossen Thomas Münzer. Thomas Münzer hat das richtige begriffen, der Staat muss sich ändern, damit Christus recht hat. Und Christus steht auf der Seite der Leidenden, der Schwachen, der Unterdrückten. Das ist die Evidenz von Thomas Münzer. Das stimmt. Aber Thomas Münzer schlägt sich auf die Seite des Bauernaufstands, des Bundschuh. Setzt sich Philipp von Hessen, denjenigen Fürsten, der den Landesherrn, der den Protestantismus gerettet hat eigentlich, auch in Worms, als man Luther verhörte. Philipp von Hessen ist es, der in Frankenhausen die Bauern zusammenkartätschen wird, Thomas Münzer zu Tode foltern wird. Und Luther wird ihm Recht geben. Und er nimmt Partei für die Fürsten gegen die Bauern, den Staat also gegen den Aufruhr. Und das prägt die ganze Staatslehre Martin Luthers. Halb bedauernd wird er sehen, dass dabei die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind, aber seine Staatslehre wird er nicht ändern. Und das bedeutet, dass die ganze Erlösungslehre, die er ahnt in der Gnaden- und Rechtfertigungslehre als Reformator, nicht mehr anzuwenden vermag auf den Staat, auf die Ordnung, in der die Menschen leben. Der Riss ist absolut für ihn. Wir hören mal ein paar Sätze, wie das bei Luther klingt. Es ist schwer zu glauben. Es ist der wieder aufgenommene Duktus der Zwei-Reiche-Lehre bei Augustinus in seinem Gottesstaat, den Luther jetzt fortsetzt. Aber er tut das in einer Zuspitzung, die ihn den Atem verschlagen wird, wenn Sie das hören. Ich zitiere einfach. Denn wo das Regiment des Schwertes nicht wäre,
sintemal alle Welt böse und unter Tausenden kaum ein rechter Christ ist, würde eines das andere fressen und niemals Weib und Kind aufziehen, sich nähren und Gott dienen können, wodurch die Welt Wüste würde. Deshalb hat Gott zwei Regimente verordnet, das Geistliche, welches durch den Heiligen Geist Christen und fromme Leute macht, unter Christus, und das Weltliche, welche den Unchristen und Bösen wehrt, dass sie gegen ihren Willen äußerlich Frieden halten und still sein müssen. Diese Auffassung spricht nicht nur den tiefen Pessimismus Luther aus. Es gibt unter tausend normalen Christen nicht einen einzigen wirklichen Christen. Wenn es wirkliche Christen gäbe, bräuchte man überhaupt keinen Staat. Aber da der Christen so wenige sind wie Störche im Winter, um mit Luther zu reden, brauchen wir den Staat, damit er für Ordnung sucht. Und das tut er im Namen Gottes eigentlich nicht mit göttlichen Mitteln. Da müssen wir auf Christus überhaupt nicht hören. Da mag in der Bergpredigt stehen, was will. Da lesen wir Römer 13, man muss dem Staat gehorchen. Da lesen wir dem ersten Petrusbrief. Die Stelle im Römerbrief ist gefälscht, wie wir heute wissen. Ein Kompilat aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, dafür spricht alles. Von Paulus kann das ganz unmöglich stammen. Aber es ist sehr wirkungsvoll. Und damit argumentiert Luther. Der Staat ist eine Notverordnung gegen den sündigen Menschen, aber immerhin eine Verordnung Gottes. Und so ist es Gottesdienst, diesem Staat zu gehorchen. Man muss laut Luther diese beiden Regimente mit Fleiß voneinander scheiden und beides bleiben lassen. Denn freilich, schreibt er, ist zwar, dass Christen um ihrer selbst willen keinem Recht noch Schwert untertan sind, noch seiner bedürfen. Freiheit eines Christenmenschen. Wir sind den Staat los, eigentlich. Aber die Welt und die Menge sind und bleiben Unchristen, ob sie gleich alle getauft sind und Christen heißen. Tja, wir haben den Staat, weil wir nicht genügend Christen sind. Da ist was dran. Also sollten wir lernen, die Christen zu werden, die den Staat mindestens in seiner Strafjustiz entbehrlich machen und so miteinander Umgang pflegen, dass wir alles nicht benötigen. Darüber müssen wir praktisch reden, das ist Ihnen klar. Aber bei Luther ist das gar kein Problem mehr. Das stellt sich nicht als eine Frage, die man lösen könnte. Die Fakten sind so. Auch die sich Christen nennen, auch die getauft sind, sind ja keine wirklichen Christen. Und was macht der Staat jetzt? Der prügelt so lange drauf, wie sie es werden könnten. Der Staat ist sozusagen der Vater mit dem Krückstock, der den Sohn so lange prügelt, bis dass er zahm und fromm wird. Ist das Pädagogik? Ist das menschlich mit Menschenverfahren? Ist das überhaupt ein Strafrecht noch? Aber wir hören Luther noch ein bisschen weiter zu. Wohlgemerkt, es ist das gleiche Argument, dem Sie heute immer begegnen werden. Wir brauchen strengere Strafen. Eine Zeitung, die in Hamburg erschreibt, wird gegen die Scheusale immer strengere Strafen fordern müssen. Der Betreffende darf nicht entkommen, muss strengstens bestraft werden. Überhaupt, wir brauchen einen starken Staat, damit Ordnung herrscht. Und die Menschen sind so. Ich erlaube mir immer, Sie selber, wenn Sie hier zuhören, zu fragen, ob Sie solche Menschen denn kennen. Sind Sie je jemandem begegnet, dem Sie entgegentreten müssen, wie in den deutschen Kriminalfilmen, jeden Abend mit gezückter Pistole? Das macht die Sache spannend in der Unterhaltungsindustrie. Ich habe mein einziges Mal erlebt, dass man auf einen Menschen geschossen hat, in meinem ganzen Leben noch nicht. Das war in Syrien. Jemand floh über drei große Dünen in der Wüste. Da wurde auf ihn geschossen und ich habe gewünscht, der Mann entkommt. Aber sonst habe ich es nie erlebt, dass die Welt so wäre, wie wir sie jeden Abend zur Unterhaltung amüsiert beinahe zu betrachten pflegen. Nur mit vorgehaltener Pistole, nur mit finalem Schuss zur Tötung ist die Ausschaltung des Verbrechers möglich. Das wird uns permanent beigebracht. Und wenn er lebend genommen wird, muss er streng gestraft werden. Das ist die Normalität unserer Welt, weil die Menschen so sind. Und das sind sie im Inneren durch das Strafrecht und dann durch den Krieg. Bei Luther ist beides, wie wir die ganze Zeit behaupten, miteinander identisch. Luther schreibt nämlich: Deshalb ist's in der Welt nicht möglich, dass ein christliches Regiment sich über alle Welt erstrecke, ja nicht einmal über ein Land oder eine große Menge, denn der Bösen sind immer viel mehr als der Frommen. Ein ganzes Land oder die Welt mit dem Evangelium zu regieren, sich zu unterfangen, das ist ebenso, als wenn ein Hirt
in einem Schafstall Wölfe, Löwen, Adler, alle zusammenhielte und ein jegliches frei treiben ließe und dem anderen zulaufen. Hier würden die Schafe wohl Frieden halten, nur sie würden nicht allzu lange leben. Die Logik ist ihnen also klar. Weil die Menschen Wölfe sind, muss der Staat die Menschen, die alle Wölfe sein können, die Guten unter ihnen, mindestens die es vermeiden, in Schutz nehmen vor den Grausamen. Luther fährt dann fort, weil also das Schwert von Gott eingesetzt ist, die Bösen zu strafen, die Frommen zu schützen und Frieden anzuhaben, so ist auch unwiderleglich genug bewiesen, dass Krieg führen und töten und aus Kriegszeiten und Kriegsrecht mitbringen von Gott eingesetzt ist. Hören Sie zu, was ist Krieg anderes als Unrecht und Böses strafen? Ich glaube, ich muss nicht betonen, wie unglaublich gefährlich auch im Protestantismus bis heute diese Worte ihre Nachwirkung hatten. Bis hin in die Nazizeit, bis hin in die NATO-Plausibilität. Wir führen nur Krieg, um das Böse zu bestrafen. Oder zu verhindern, mindestens das präsumptive Kriege. Warum führt man Krieg, außer weil man Frieden und Gehorsam haben will? Das ist allemal so. Wir führen Kriege, damit wir Gehorsam haben. Luther ahnt nicht, wie zynisch missbräuchlich das alles ist oder zu seinen Tagen längst missbraucht wurde, als hätte er es nicht gelernt im Bauernkrieg. Es ist schwer, diese Worte hinzunehmen. Aber sie sind von Luther geschrieben, sie haben ihre Wirkungsgeschichte, sie sind auch im Protestantismus noch lange nicht. Ich habe hier aus dem Sauerland gerade ein Buch bekommen, wo beschrieben wird, wie im Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918 die protestantische Kirche diese Lehre verbreitet hat. Ich habe aus Maria Lach ein Buchband für die katholische Kirche, den Krieg, gepredigt hat. Sollen wir jetzt auf den Militärpfarrer im Zweiten Weltkrieg zu sprechen kommen, auf die Militärpfarrer, die wir heute haben, auf die Militärpfarrer der US Army beim Bombenabwurf über Hiroshima, beim Koreakrieg, beim Irakkrieg. Es hat nicht aufgehört. Wir müssen den Krieg bekämpfen, das tun wir aus Überzeugung, hoffentlich die meisten, die mir zuhören. Und ein und dasselbe ist es, diese Form von Strafrecht aus der Welt zu schaffen. Die ganze Widersprüchlichkeit ist, dass sie jetzt jeden, der lebt in einem Staate, der sich christlich nennt, in zwei Hälften zerteilt. Er ist Christ, er sollte zumindest Christ sein, aber dann ist er auch ein Bürger. Und als Bürger muss er den Kampf gegen die Nichtchristen, gegen die Bösen selber mitmachen. Er ist zwar ein Christ, aber er muss an den Unchristlichen unchristlich handeln. Dazu nötigt ihn der Staat in göttlichem Auftrag. Paradoxer, schizophrener, zerrissener geht es überhaupt nicht. Das ist die Zwei-Reiche-Lehre des Augustinus auf den Gipfel getrieben. Augustinus konnte wenigstens hoffen, die Kirche schaffe Räume in ihrem eigenen Raum, wo sie nicht so handeln müsste. Er konnte hoffen, dass alles sei nur ein Schauspiel im Übergang. Man könnte vorsichtig sein im Umgang mit dem Staat. Man könnte wissen, er kann sein eine große Räuberbande, deren Verbrechen nur groß genug sind, dass sie nicht einmal im Strafgerichtshof in Den Haag bestraft werden. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden nicht Mitglied im Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag sein. Israel nicht. Dann käme man zu sprechen auf die Palästinenser, auf der Westbank. Dann käme man zu sprechen auf den Irakkrieg, auf die Bilder von Assange. Darf man sagen, er gehört freigelassen? Nawalny einzusperren, das ist Putin, das ist Verbrechen. Aber was machen wir seit 10 Jahren mit Assange? Er hat nichts weiter getan, als Kriegsverbrechen ins Internet zu stellen. Ein Verbrecher. Er gehört nicht ausgeliefert, weil er todkrank ist, aber er muss festgehalten werden. Unter Bedingungen, die ihn weiter krank machen. Was glauben wir dem Staat? Was schützt er da? Und zu welcher Form von Gehorsam werden wir genötigt? Luther schreibt, ein Christ ist eine Person für sich selbst und sonst für niemand. Sie hören ganz richtig, das Christentum ist Privatsache. Es hat nicht mit dem Anspruch einer öffentlichen Ordnung aufzutreten. Dann wäre es nämlich, lieber Luther, revolutionär. Im Sinne Jesu revolutionär.
Dann hätte sogar Thomas Münzer recht, wenn er gegen das sanft lebende Fleisch zu Wittenberg wütend schreibt. Der Mann macht es sich einfach, er riskiert ja überhaupt nichts. Er revoltiert gegen den Papst und dann schützen ihn die Fürsten. Aber er müsste revoltieren auch gegen die Fürsten, auch gegen die Staatsautorität. Und das könnte ihn so schnell das Leben kosten wie damals Thomas Münzer. Thomas Münzer griff zu den Waffen der Gewalt. Darin irrte er nach meiner Meinung. Er setzte Krieg gegen Krieg. Das hätte Luther sagen können. Das hat Jesus nicht getan, aber wir sind uns einig in derselben Sache. Wir müssen die Welt vermenschlichen durch Güte. Und alles, was dem widerspricht, ist unser Gegner, dem wir im Namen Jesu widersprechen müssen. Dann kann man nicht sagen, Christ ist jeder für sich selber. Er ist es auch für die anderen. Er ist es für alle. Dann riskiert er so viel wie in der Revolte. Man könnte in dem Kontrast von Luther und Münzer auch noch sagen, mit Albert Camus gesprochen, ein Christ muss sein in der Revolte, im Widerspruch, gegen die bestehende Ordnung. Was er nicht sollte, ist die Revolte der Menschlichkeit gegen die Unmenschlichkeit, gegen die Absurdität der Umstände, verraten an die Gewalt der Revolution. Dann würde aus dem Christentum so etwas wie ein Staatskommunismus. Dann hätten wir nur die Fronten verschoben und nichts geändert. Die Revolte müssten wir in der Menschlichkeit festhalten. Dann könnten wir die Menschlichkeit Jesu bewahren. Und die Worte wären falsch. Ich gehe aber noch weiter in dem Satz. Ein Christ ist eine Person für sich selbst und sonst für niemand. Aber, Luther, ein Herr und Fürst ist nicht eine Person für sich selbst, sondern für andere. Und dass er ihnen diene, das heißt, sie schütze und verteidige. Jetzt kommt's wirklich furchtbar. Wörtlich, Luther, es ist nicht fürstlich, Christ zu sein. Das ist der Freibrief. Politik darf überhaupt nicht christlich sein, sonst würde sie Gott widerstreben, der die Unschuldigen beschützt mit gewalttätigen Mitteln. Kann man es absurder auf den Begriff bringen? Das lutherische Simul justus et peccator, der Mensch ist gerechtfertigt und sündhaft gleichzeitig, wird hier aufgespalten in zwei Teile, die guten Christen und die immer noch als Christen bösen, und dazwischen ein Staat, der die beide voneinander scheidet, indem er die einen vor den anderen schützt. Nun ist aber der Bürger im Staat beides gleichzeitig und also wird er schizophren. Das geht bis zum Äußersten. Natürlich weiß Jesus, dass er von der staatlichen Macht hingerichtet wurde. Dass es zweifelhaft sein kann, was da behauptet wird. Aber es bringt Luther nicht übers Herz, der Lehre von der Unfreiheit des Willens, den er selber aufgebracht hat, zum Schuldfreispruch der Schuldiggewordenen gegen den Staat zu lenken. Seine eigene Lehre so weit zu vertiefen theologisch, dass sie sich anthropologisch vertieft. Das ist etwas, das wir nachholen müssen, auch an Martin Luther. Es geht mir nicht darum, Martin Luther, dem Luthertum, dem Protestantismus zu widersprechen. Es geht darum, sie so zu verstehen, dass es wirksam ist und die Widersprüche überwindet, zugunsten der Menschen. Ein letztes noch muss man aufführen. Luther weiß, dass Christus nicht das Schwert führt, sondern am Kreuz hängt. Also kann es keinem Christen gebühren, zu rechten und zu fechten, sondern Unrecht zu leiden und das Übel zu dulden, schreibt Luther selber. Aber dieses Wissen gilt im Sinne Luthers zum Beispiel nur, wenn es zu tun hat 1523 mit den Bauern. Die müssen Unrecht dulden. Das gilt nicht für die Politiker, nicht für die Fürsten. Die haben die Pflicht, im Namen Gottes reinzuschlagen. Es ist jetzt auch autoritär. Es ist unterdrückend. Es rechtfertigt die Staatsmacht in ihrer autoritären Unterdrückung mit Gewalt gegen die am Boden liegenden und Ausgebeuteten. Es schafft Unrecht im Reden vom göttlichen Recht gegen die Menschen. Es schraubt sich immer tiefer hinein. Es heißt, das Unrecht leiden für die Bauern und zum Schutz des Rechts ein Freibrief für die Herrschenden. Es ist auch nicht schlimm, dass es Leibeigenschaft gibt. Das beweist Luther aus der Bibel. Selbst Abraham hatte ja Sklaven. Also kann es nicht Unrecht sein, wenn auch die Bauern versklavt werden.
In solch einen Biblizismus hinein treibt es Luther, er verrät da vieles, was er selber mal geahnt hat. Und es dauert ihn die Zeit. Ein Fürst ist zu betrachten als Gottes Amtsmann und Diener seines Zorns. Und ein solcher würde unter Umständen sich versündigen, auch vor Gott, wenn er nicht straft und dem Unrecht nicht wehrt. Als wenn einer mordet, dem das Schwert nicht befohlen ist. Auch das ist noch ein starkes Stück. Jemand mordet mit dem Schwert, das ist ein Mord. Aber ein Fürst, der mit dem Schwert nicht mordet, um zu strafen, ist gleichzusetzen mit dem Mörder selbst, so Martin Luther. Sie ahnen die Folgen, die dieser Albtraum über das ganze christliche Abendland in protestantischen Ländern breiten wird. Und dass es katholischerseits nicht besser sein wird, muss ich gar nicht sagen. Da wirkt sich Thomas von Aquin weiter aus. Da werden wir Anfang nächstes Semester die sogenannte Carolina, die peinliche Strafgerichtsordnung von Karl V. hören, bis hin zu Theresiana, im Gegenschlag die Ordnung dann der Französischen Revolution. Bei Luther geht das folgendermaßen weiter. Denn wo er, der Fürst, es kann, draufhauen und nicht straft, es sei durch Mord oder Blutvergießen, so ist er an allem Mord und Übel selber schuldig, dass solche Buben begehen, weil er durch Vernachlässigung seines göttlichen Befehls mutwillig solche Buben ihre Bosheit üben lässt. Es gilt hier nicht Geduld oder Barmherzigkeit. Es ist hier der Schwertzahnzeit und nicht der Gnadenzeit. So soll nur die Obrigkeit getrost fortfahren und mit gutem Gewissen dreinschlagen. Denn hier ist der Vorteil, dass die Bauern böse Gewissen und unrechte Ursachen haben und dass der Bauer, welcher darüber erschlagen wird, mit Leib und Seele verloren und ewig des Teufels ist. Das ist Martin Luthers Inquisition auf furchtbare Weise. Er bekommt sogar fertig, die Hölle ist leer, weil sie ist hineingefahren in die Bauern. Das sind jetzt die Dämonen, eigentlich die Hexer, die man bekämpfen muss. Und was ist jetzt, wenn wir eingezogen werden im Kampf gegen den Türken? Genauso, ich mache das kurz. Luther spricht die Soldaten frei von jedem Skrupel. Kann man christlichen Gewissen Soldat sein? Man kann es nicht nur, man muss es sein. Und wer den Türken erschlägt, den Widerstand gegen Christus, kann mit gutem Gewissen sagen, er hat für Christus gekämpft, er ist ein guter Christ. Man dächte gerade, wir hätten den Kreuzzug 300 Jahre hinter uns gelassen. Das ist Luther, 16. Jahrhundert auch. Und so wird es weitergehen bis heute. Wir führen ja keine Kreuzzüge mehr. Nein, nein, wir bekämpfen nur den Islamismus. Das tun wir. Wir bekämpfen die Unfreiheit. Wir kreisen gerade China oder zur Befreiung der Uiguren ein. Wir kämpfen gegen Putin, weil er ist ja ein neuer Diktator. Wir machen so weiter auf unsere Art. Ich wollte nur sagen in der heutigen Vorlesung, es greift beides ineinander. Die Gewalt nach draußen, die Gewalt nach drinnen und ein theologischer Freispruch. Wir kommen davon nur los, wenn wir uns dem widersetzen. Luther wird miterleben, dass 1543 der Papst das Konzil von Trient einsetzen wird. Gegen ihn wird Luther eine seiner letzten Schriften aufsetzen, und dem Papst beweisen, dass es gar keine Päpste gibt. Ein Bischof von Rom gab es, Gregor der Große war der Letzte, den man als solchen bezeichnen kann, danach war nur noch Abschaum und Abfall, meint Luther beweisen zu können aus der Kirchengeschichte. Das ist gar nicht mal so schwer. Im 16. Jahrhundert, in den Tagen von Janus, hat man gleich drei Päpste und sie alle widersprechen sich. Sie führen ihre eigenen Privatkriege. Sie sprechen heilig wie Julius II., der sich schon nach Julius Caesar benennt, weil er will ein großer, machtvoller Herrscher auf Erden sein. Solche Kerle sind keine Päpste im Namen Gottes, sie verraten alles. Sie dürfen überhaupt nicht als Papst genannt werden. Aber schon das Papsttum, sucht Luther zu beweisen, ist total verkehrt. Es beruft sich auf Matthäus 16, da sagt Jesus zu Petrus, du bist der Fels und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Meint denn das den Petrus als Person, einen schwankenden Charakter, ein Mann, der Jesus selbst verraten wird? Das einzig Feste ist sein Bekenntnis zu Christus. Darauf kann man etwas bauen. Das macht ihn überhaupt zum Christen.
Und das wahre Christsein in Vertrauen wäre der Grund der Kirche. Und dann kann man lange warten, bis sich das in Rom ereignet. Außerdem muss man lügen. Man muss so tun, wenn die römische Kirche etwas ganz Besonderes wäre. Unter den vier großen Patriarchen ist sie jetzt die einzige. Sie ist überhaupt die einzige Kirche gegen alle anderen. Und man muss noch dabei lügen, dass auch Rom als Kulturstätte etwas ganz Besonderes ist. Luther schäumt vor Wut und hat keine Aussicht, dass das je Gehör würde. Es ist gewissermaßen ein Fußtritt, den er noch der sich schließenden Tür in Trient hinterherstößt und weinen will. Tatsächlich passiert aber in Trient genau das, was Luther befürchtet hat. Nichts von seinen Lehren wird man aufgreifen. Im Gegenteil, Punkt für Punkt wird man beweisen, dass er Unrecht hat. Und dahinter stehen Jesuiten, der Orden, dem auch Friedrich von Spee angehörte. Der Mann, der von Loyola kommt, Ignatius, so etwas wie ein Geistchenkreuzzug gegen die Gegner seiner Zeit, vor allem natürlich gegen die Protestanten führen wird. Hochbrillant sind gelehrte Leute, die man dann heranzüchtet zum Recht haben. Eine theologische Disputation, die durch die Jahrhunderte gehen wird. Sehr geschickt, man wird die Höfe unterwandern. Man wird in China sich der Astronomie bedienen und an den Hof zu reüssieren. Beinahe hätte man China verchristlicht über den Hof. Man wird von der Macht herabwirken aufs Volk. Und überall wird man so tun. Es sind die Kulturleistungen der Jesuiten nicht zu unterschätzen. Aber sie haben einen einzigen Spruch, man muss gehorchen dem Papst. Es ist ein Unterwerfungsgehorsam, gleichzeitig geschuldet Gott und dem Papst, der den Jesuiten eigen ist. Ein absoluter Gehorsam. Natürlich will man dabei tun, was im Vaterunser gebetet wird, dein Wille geschehe. Aber gebunden wird der Wille Gottes an die päpstliche Autorität und damit wird die ganze Theologie zur Ideologie. Die Wahrheit steht fest, sie wird gehütet in Rom und es ist an den Gelehrten zu beweisen, dass sie stimmt. Das ist kein offenes Forschen mehr, kein Ringen um Wahrheit mehr. Das ist nichts, was Menschen tun könnten. Das ist, was Menschen zwingt und in den Griff nimmt, zu beweisen, was immer schon feststeht. So künstlich es sein mag, man muss rechtfertigen, dass die Macht Recht hat. Ideologie statt Theologie, Unfreiheit statt Freiheit, Gewalt statt Menschlichkeit. So tragisch das ist, dafür steht der Orden der Jesuiten, des Ignatius von Loyola. Dafür steht die spanische Inquisition, die ich aus Zeitgründen übergehe. Und es passiert etwas, das in Trient begründet werden wird. Man errichtet eine neue Art von römischer Inquisition in den Händen des Papstes. Man kann sie nicht mehr führen, wie man gegen die Ketzer vorgegangen ist, indem man den Staat einschaltet und mit Macht Hinrichtungen vornimmt. Luther hat seine Schriften durch die Buchdruckerkunst vervielfältigt. Es ist ein Massenphänomen, die Abweichung vom Glauben geworden. Man kann so viele Feuer gar nicht mehr mit der Patsche ersticken, wie sie um sich greifen. Man kann nur noch geistig auf eine Klimaveränderung hinarbeiten, dass irgendwann Regen vom Himmel fällt sozusagen. Dann wird es in Kalifornien die Brände ersticken. Was aber kann man tun? Das Wichtigste, man muss die Lehrmeinungen korrigieren und zensieren durch Glaubensstabilisierung im Inneren. Also muss man alles, was katholische Theologen schreiben, denken, äußern, unter die Lupe nehmen, ob es falsch ist oder richtig ist. Und man muss überhaupt alle Bücher, die gedruckt werden, unter die Lupe nehmen und darin verfolgen, widersprechen sie der kirchlichen Lehre oder nicht. Sagen sie was anderes als Thomas von Aquin oder sind sie dagegen? Man richtet ein im Konzil von Trient die Inquisition und die Einrichtung des Index der verbotenen Bücher. Das richtet sich gegen Luther, gegen die Protestanten, aber es richtet sich gegen die Freiheit der Menschen total. Ich kann das so kurz machen, weil die Folgen ungeheuerlich sind. Man wird jahrhundertelang, um genau zu sein, bis zum Jahre 1965, in der römischen Glaubenskongregation alles auf den Index der verbotenen Bücher setzen, was den Worten oder dem Inhalt oder dem vermuteten Zusammenhang nach der kirchlichen Lehre Roms widerspricht. Mit einem Wort, in dem Index der verbotenen Bücher steht alles. Womit wir in diesem Semester angefangen sind? Leo Tolstoi auf dem Index, Victor Hugo auf dem Index,
André Gide auf dem Index, Jean-Paul Sartre auf dem Index, Immanuel Kant auf dem Index, Schopenhauer auf dem Index, was Sie wollen auf dem Index. Auf dem Index steht ein Buch auch von Graham Greene, Die Kraft und die Herrlichkeit. Der erzählt er 1952 von einem Mann, der irgendwo in Brasilien sich über Wasser hält, indem er fast zum Alkoholiker degeneriert. Er hat irgendwo eine Geliebte in irgendeinem Dorf. Aber er ist ein Seelsorger, er will für die Menschen da sein. Und das liefert ihn aus und will ihn dafür erschießen. Eine Guerilla-Gruppe, die von den Pfaffen nichts wissen will. Die Kraft und die Herrlichkeit zeigt sich in der Schwachheit von Menschen, die das, was sie an Menschlichkeit leben möchten, unter allen Umständen dennoch versuchen zu leben. Auf dem Index ist kein Bild von einem Priester, wie man ihn zeigen darf. Ein ordentlicher Priester hat nicht eine Geliebte und er säuft auch nicht. Tja, aber genau das meinte Graham Greene, Menschen sind doch nur Menschen. Und wenn man sie nicht versteht, das wäre, was Martin Luther gesagt hätte, wenn man nicht ihre Not, ihre Unfreiheit begreift, im Schatten der Angst, der Gottesferne, der Verlorenheit, wird man ihnen nie gerecht werden. Aber das ist der Inhalt, den wir förmlich beschwören, um im Namen Jesu das Strafrecht und den Krieg zu widerlegen durch eine tiefere Menschlichkeit. Es hat doch keinen Sinn zu sagen, wir sind Christen für uns selber, denn wir gehen in die Kirche, wir beten, wir tun auch nichts Böses, wir machen alles richtig. Dann hätten wir dieselbe pharisäerhafte Grundhaltung, die Paulus bekämpfte und mit der Luther nicht zurechtkam. Dann wären all die Widersprüche nicht länger überwindbar. Wir sollten wagen, Christen zu werden. Das Einzige, was dem widerspricht, ist wieder mal die Angst. Wir werden die nächste Vorlesung haben, so Gott will, in 2 Monaten am 17. des Monats dann, im April also, und eigentlich hier weitermachen in großen Sprüngen, also indem wir die Rechtsphilosophie der Neuzeit in großen Schritten durchgehen und dann uns den praktischen Problemen nähern. Was ist es mit der Freiheit der Menschen? Was ist mit der Prozessführung der Menschen, die Menschen schuldig sprechen und so weiter? Sie bereiten sich in diesen Tagen auf Ostern vor und dann wäre vielleicht das Wichtigste zu lernen, sich von den Ängsten in dieser Welt nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Mir ist das immer wieder ein Anliegen. Woran glauben wir wirklich? Hatte Jesus die Kraft, standzuhalten, von Ölberg bis hin nach Golgotha, außer durch die Hoffnung, die wir mit Ostern verbinden? Man wird ihn quälen und foltern, man wird ihn kreuzigen, aber im Tode wird er seine gesamte Lebensform, sein Anliegen, seine Person in die Hände Gottes zurückgeben. Irgendwann hatte ich mal eine Beerdigung zu halten für eine Frau, die hat Deutsch gelernt. Eine Frau, die auch in der Nähe von Paderborn gelebt hat, Annette von Droste-Hülshoff. In der Nähe von Münster können Sie ihren Wohnort besuchen. Irgendwo am Bodensee, einen Turm besichtigen, in dem sie mal war. Annette von Droste-Hülshoff war eine fromme Katholikin. Sie hat für die einzelnen Kirchentage Meditationen geschrieben, aber natürlich auch Geschichten von Angst. Der Knabe im Moor wird Ihnen bekannt sein. Andere rührende Geschichten von der Doppelbödigkeit auch menschlicher Rechtsprechung. Annette von Droste-Hülshoff hat ein Gedicht geschrieben, das ich bei der Beerdigung einer Portugiesin, die Deutsch gelernt hat, um Annette von Droste-Hülshoff zu verstehen, vorgelesen habe. Geliebte, wenn mein Geist verschieden, so weint mir keine Träne nach. Denn wo ich weile, dort ist Frieden. Dort leuchtet mir ein ewiger Tag, wo alle Erdenqual verschwunden. Da soll mein Bild mir nicht vergehen. Für Linderung in euren Wunden, in euren Schmerzen werd ich flehen. Weht nächtlich seinen Engelsflügel dir Frieden übers Erdenreich. So denkt nicht mehr an meinen Hügel,
denn von den Sternen grüße ich euch. Ich habe Menschen in den Tod begleitet, denen das ein Trost war. Die würden doch weiter da sein für die Menschen, die sie nur scheinbar zurücklassen. Und sie werden sie wiedergehen. Und diese Begleitenden werden die gleiche Hoffnung haben. Das ist Ostern. Und im Namen dieser Überzeugung werden wir kämpfen gegen die Angst, die Gewalt, gegen die Rechtssprüche, die immer wieder Menschen physisch, moralisch, geistig ans Kreuz schlagen. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit am heutigen Tage, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Genießen Sie ein bisschen, so gut es geht, den Schnee trotz seiner Rutschigkeit. Er wird nicht ewig bleiben. Wenn wir uns wiedersehen, wird wahrscheinlich längst der Frühling begonnen sein. Aber ich vermute, dass wir weiter noch zurückgreifen müssen auf den mangelnden Präsenzunterricht in der Form, wie wir ihn jetzt haben. Ich glaube nicht, dass der Spuk aufhört bis dahin. Machen wir so weiter und wir hätten dann die Chance, dass wir vielleicht in größerer Zahl sogar als eingeschnürt in der Universität zu Paderborn uns treffen. Haben Sie Geduld, machen wir so weiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute bis dahin. Bleiben Sie, wie Sie sind. Alles Gute.